Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3. So, ja, im Hause der Dingens ist wieder mal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Die Kinder sind in der Schule. Der Dexter, der, glaube ich, hat sich wieder mal ein bisschen eingenässt. Und die Jacqueline, der geht's eigentlich recht gut. Die ist nur ein bisschen gestresst. Ja. Ja, die hat auch heute hart arbeiten. Was hat sie denn? Kissenschlacht? Nee, Kissenschlacht. Brauchen wir heute nicht. Und Hüpfekästchen. So, jetzt würde mich aber gerade mal interessieren, kann ich. Denn, wie wir nämlich das letzte Mal rausgefunden haben, geht Dexter da oben in die Schule. Warum auch immer. In die elitäre Gemeindeschule. Aber gut, das soll ja nicht schaden eigentlich. Aber könnte ich den theoretisch auch. Nee, Schule, Schule, wo ist denn die Schule? Hier. Nein, also der geht da oben in die Schule und sie geht da unten in die Schule. Warum auch immer. Also ich hab's das nicht so eingestellt, das machen die von alleine. Ja, ist auch interessant, dass die das machen. So, ja, aber die Schule scheint wohl hart zu sein und er nässt sich da regelmäßig ein. Warum auch immer, ja, es. Er hat halt seine Probleme, der Junge. Aber gut, dafür will er auch mit diesem wissenschaftlichen Projekt seine Noten verbessern. Muss man ihn ja auch ja wieder zugute halten. So, und da könnten Sie wieder mal ein bisschen einen Ausflug vertragen und ein bisschen sonstige Entspannung. Und Mama will ein Theater besuchen. Ja, kann sie doch eigentlich machen. Und sie will mal auf den Pott. Und, oh, Papa. Paul nässt hier alles wieder voll. So, ja, Papa bestellt sich eine Pizza. Desno. Desno Bartschnell. Und Mama wird sich heute mal eine Runde im Kino amüsieren. Hallusch. Ja, da hat der Tag. Paul vorher reingekokelt. Das kann schon mal ein bisschen Verstopfungen geben im Abflusssystem. So, Kartenansicht. Und jetzt hier. Ne, sie will einen Film gucken. Ne, Theater besuchen. Ach, sie will eh Theater besichtigen. Ja, dann soll sie mal Theater besichtigen gehen. Das passt eh. Darauf hat sie eh Lust. So, und Papa Paul ist allein zu Hause. So. Und ach, da kommt ja auch schon Jacqueline. Gut, aber er könnte mal kurz sein Handy. Nee, Moment, Moment, Moment. Wo haben wir denn? Handy! Nee. Ich mach das gleich hier. So, und zwar hat ja letztens Cindy Rich die Freundschaft zu ihm gekündigt. Und deswegen wird er sie jetzt mal nach Hause einladen. Mama ist ja eh nicht im Haus, deswegen, das wird schon niemand merken. Und Jacqueline, was ist mit ihr? Die könnte eine Runde Spaß vertragen. Ja, die soll eine Runde Fernsehen. Cindy, klar, ich komme gleich mal rüber. So, sie guckt ein bisschen Fernsehen. Und das bringt ihr hoffentlich ein bisschen Spaß. Ja, ein bisschen. Ja, doch, geht gut. Kann sie hier mal ein bisschen abschalten. Was tut denn er jetzt? Ausschimpfen. Oh, der arme Dexter, der ist eh schon völlig am Boden. Der arme Junge ist ja eh schon völlig am Boden, stinkt zum Himmel. Und der Paul hat nichts Besseres zu tun, als ihn jetzt auch noch eine Standpauke zu halten. Ach, ist das schön. Ach, schön. Oh, Junge! Du kannst ja was erleben, wenn du nach Hause kommst. Papa, ich bin doch schon zu Hause. Und er darf schon wieder Ecke stehen gehen. Ach, ist das schön. So, Rechnungen bezahlen. 97 Simoleons. Oh, okay, langsam jetzt mit dem Geld dabei. Und guck mal. Sind die Rich ist hier? Ich bezahle nur schnell die Rechnungen, ja. So, boah, da haben wir noch 47 Simoleons. Und die Pizza kommt auch noch, die kostet ja auch nochmal 30. Oh, das wird knapp.
freundlich. Was können wir denn über Dexter beschweren? Nee. Nach Tag fragen. Ja, nochmal nach Tag fragen und ein bisschen plaudern. Geheimnis verraten. Ein bisschen tratschen. Und da kann er ja mal hier ein bisschen. Was könnte er denn tun? Nach Sternzeichen fragen. Kompliment übers Aussehen und ein Kompliment über die Sportlichkeit machen. Ja, da kriegt er mal richtig rein, der Paul. Und der Dexter, der muss hier in der Ecke stehen. So, ja, anschließend wird er mal ein bisschen duschen gehen. So, ja. Du, nimm mal die Pizza an hier. Ach, der arme Dexter, auch der tut mir so richtig leid, der Junge. Der ist wirklich so ein bisschen vom Leben gepeinigt. So, und jetzt haben wir noch ganze 17 Simoleons. Ach, ist das schön. Das wird jetzt langsam aber knapp. So, und die geben sich's hier voll, das ist ja echt. Die zwei flirten ja schon heftig miteinander. Hey, sag mal, du musst doch Sternzeichen so. Weißt schon, so Horoskop-Dingens. Ja, klar, hab ich das. Ich bin nämlich ein Löwe, weißt du? Ich bin so richtig ein heißblütiger Löwe. Ah, das macht mich ja richtig an, ne? Ah, du schniekes Mädel. Ah, darf ich mal an deine Bälle? Nee, jetzt nicht. So, was könnte man denn noch? Romantisch. Möchtest du über Nacht bleiben? Oh, er geht aber ran. Das ist ja nicht normal. Oh. So, Gruppe, was haben wir denn hier? Kissenschlacht. Dexter als Freund. Ja, komm. Tolle Zeit mit Gruppe, Kissenschlacht. Blumen geben, flirten, koketter. Mach mal einen koketten Witz. Hey, kennst du schon den? Ja. Ja, den kannte ich schon. Der ist schlecht. Ja, da hat er Paul mal wieder. Hat er mal wieder voll vergeigt. So, was könnte man denn noch machen mit der reichen Cindy? Hi, ich bin Cindy. Wie Sindig. Und nicht wie Sandy am Strand, ja? So, ja, probieren wir mal. Da steht er ja so ein bisschen drauf. Oh, und die Tochter hat's auch noch gesehen. Die Jacqueline. So, komm. Entschuldigen. Nö, tut er gar nicht. So, vielleicht noch ein bisschen freundlich, so. Schulhunde fragen. Kann man ja noch ein bisschen. Ja, der kann hier gemein zu Jacqueline sein. Was hatten die jetzt getan? Die hatten halt gesehen. Der Papa Paul da. Das ist ja ein Wahnsinn. So, Papa Paul hat erfahren, dass Cindy die schulische Laufbahn in der Militärschule Steife Festung abgeschlossen hat. So, ich lasse die jetzt einfach mal. Mal schauen, was da noch rauskommt. Oh, und die Mama ist wieder hier. Also wenn er jetzt anfängt zu flirten, ich mach mal jetzt nix. Also wenn der jetzt wirklich anfängt zu flirten, dann ist er aber Feierabend. Ich glaube, das wird die Mama dann nicht mal so lustig finden. So, aber er kann mal hier. Den Schnäppchenschorsch putzen, das will er ja. Und ein bisschen Musik gibt's auch. Lustige Geschichte. Sie will der Cindy eine lustige Geschichte erzählen. Ja, soll sie. Achso, er will. Nee, du. Wieso kann denn der das Zeug nicht säubern? Da wisch mal die Pütze auf. Das ist ja unmöglich. Dann gehst du mal ins Bett. Heute. Der arme Bub hier. So, was macht denn der Paul schon wieder? Du siehst ja aus wie ein Keks, richtig zum Anbeißen hier. Und 500 Dingens, was hat er denn gemacht überhaupt? Der hat, was hat er denn jetzt bekommen? Ach, er hat Cindy als Freund wieder zurückgewonnen. So,
Ich habe mich köstlich amüsiert. Wir sollten das in Zukunft wieder öfter was zusammen machen. So. Nur wenige Individuen haben einen so hervorragenden, beglückenden und aufregenden gemeinsamen Ausflug erlebt wie den gerade eben. Das ist irgendwie seltsam, dass hier immer, wenn jemand zu den Dingen zu Besuch kommt, dass das dann immer ein Ausflug ist. Also das ist schon interessant. So. Aufwecken? Ist die gerade eingepennt? Ich glaube, die ist gerade eingepennt. Kann das sein? So, was machten Sie? Ah, Moment, wir müssen ja noch hier öffnen. Die Elritze. So, da kann er gleich mal den Fisch liefern und anschließend kann er ins Bett. Da wird er noch schnell erledigen gehen. Ja, säubern kann er am nächsten. Nee, wenn er heimkommt, dann säubert er das schnell nochmal und dann geht er ins Bett. So, und was ist denn mit der Jacqueline? Die kann mal Hausaufgaben machen. Oh Gott, er hat auch noch keine Hausaufgaben gemacht. Oh Mann, das kann heute noch was werden. Oje, oje. Ja gut, Mama, die kann heute mal nicht widerstehen. Die muss einfach jetzt eine Pizza essen. So. Nee, die kann man gar nicht mehr aufwecken. Die ist durch. Die ist. Oh. Cindy. So, freundlich. Unendlich langweilen, kennenlernen. Ja, komm, noch ein bisschen können wir noch tratschen mit ihr. Ein bisschen plaudern. Und. Na komm, etwas geht noch. Ein bisschen flirten geht immer. Der Papa, das ist halt so ein alter. Ja, so ein Playboy. Ja, denke, ich muss doch, dass ich ein Star bin. Der ein Star? Niemals. Also, ich bin wie ein Diamant. Ja, ich bin wertvoll und schön. Ja, also, ich bin wie ein Pokal. Ich kann man gewinnen. Ja, aber du hast keine Knete, nicht? Ich hab viel Knete. Ja, aber ich bin ja Pokal. Also, jeder Pokal braucht doch auch einen Deckel. Mann, du redest so einen Stuss. Das möchte ich echt mal sagen hier. Ja, verstehe ich. Aber ich bin stark wie ein Bär und ich trainiere auch immer ganz viel. Das sieht man ja nicht. Du trainieren? Niemals! Niemals trainierst du irgendetwas. Doch, ich trainiere ganz, ganz viel. Deswegen bin ich auch so stark. Also ich trainiere. Ja, das sehe ich doch. Aber schau mal meine Muskeln an. Wie groß die sind. Da, mein Bizeps und mein Trizeps. Ja. Ja, also. Sag doch, du findest mich doch auch ganz schnieke, ne? Mädchen. So, und es wird Nacht. So, und Dexter ist wieder zu Hause. Ach, wunderbar. Der muss dann auch mal seine Hausaufgaben noch machen. Oh Mann. Der kann doch noch nicht schlafen gehen. Der muss vorher noch seine Hausaufgaben machen. Gut, aber zuerst wird er mal jetzt den Schnäppchenschorsch putzen. Das wünscht er sich ja schon lange. Er könnte ja eigentlich auch Hausaufgaben mit Jacqueline machen. Wir können es ja mal zusammen probieren. Vielleicht geht es ja dann besser oder schneller. Oh, was haben denn die? Paul Dingens hat Cindy Rich angeschrien. Er ist ein epischer, deckenerschütternder Schreiwettbewerb schon wieder. Ach, die zwei lieben sich und hassen sich. Das ist ja wunderbar. Das von ihr beschaffte Exemplar, Elritze, war perfekt. Es hatte genau die richtigen Schuppen und Fischaugen für das Experiment. Deine Noten sind auf dem Höhenflug. Ja, immerhin etwas. Das ist ja schon mal etwas. Jetzt muss er nur noch seine Hausaufgaben auf die Reihe bekommen. So, was hat er denn hier? Gemein zu Jacqueline sein.
Oh komm, Papa, sei nicht immer so. Einmal wieder gemein sein, dann wieder als Freunde gewinnen, jetzt. Der ist mir schon manchmal ein bisschen seltsam. So, ja, auf Wiedersehen. Komm, jetzt ist aber gut hier. Das ist ja unmöglich mit dir, Paul. Jetzt komm, sag auf Wiedersehen. Dann. Hey, verschwind mal hier. Ja, ein Wahnsinn mit dir. So, und ja, Papa Paul haut sich wieder vor den Fernseher. Und so geht wieder ein Tag bei den Dingens zu Ende.